Oh mein Herr, deine Abwesenheit ist die größte Niederlage. Ich flehe dich an. Bitte verlass mich nicht. Ich brauche dich. Meine Brust fühlt sich leer an. Voller Schmerz, erschöpft und niedergeschlagen. O mein Herr, befreie mich. Schenke mir Hoffnung und nimm mir Lasten über Lasten. Das Leben ist eine niederschmetternde Enttäuschung. Nichts außer Trauer und Sorge. Stehe mir bei und ebne mir den Weg zum Guten. O mein Herr, ohne dich bin ich ein Niemand, ohne Führung. Eine verlorene Seele in der Wüste, auf der Suche nach der rettenden Oase. Du hast mich zu dir geleitet, einen verlorenen Sklaven, gezeichnet vom Trug dieser Welt. So lasse mich nicht ein weiteres Mal in Verirrung fallen. O Allah, festige mich auf diesem steinigen Weg. O mein Herr, die Menschen haben dich für das Vergängliche verlassen. Errette mich von ihnen, auf dass ich am Tage der Entscheidung nicht zu den von dir Vergessenen gehöre. Lasse mich Ehre nur in deiner Dienerschaft suchen. Ich flehe dich an, o mein Herr. Gewähre mir den Koran als treuen Begleiter und als Fürsprecher am Tag der gegenseitigen Hilferufe, auf dass ich zu den Erfolgreichen gehören möge. O mein Herr, versiegle mein Herz mit der Liebe zu dir. Mein Herz sehnt sich nach der Begegnung mit dir. So lasse mich dich mit derselben Sehnsucht vorfinden. Lasse diesen Tag den erfolgreichsten Tag meiner Existenz werden. O Allah, welcher Herr versorgt seinen Sklaven, nachdem er ihn verrät? Welcher Herr vergibt seinem Diener, nachdem er ihm ungehorsam ist? Immer wenn ich mich von dir entferne, leitest du mich wieder zu dir. Wahrlich, du liebst deine Diener mehr als die Mutter ihr Kind liebt. Du bist derjenige, der mir meine Sünden vergibt. Sind sie auch so hoch wie die höchsten Gipfel oder so viel wie der Schaum der Meere? O mein Herr, akzeptiere meine Reue und erbarme dich meiner. Reinige mein Herz, auf dass ich ein Teil deiner auserwählten Diener sein darf. Ein Teil der Gesellschaft des besten und edelsten aller Geschöpfe, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede sei auf ihm, auf seinen Gefährten und auf alle, die ihm aufrichtig bis zum Tage der Auferstehung folgen.